Hallo meine Lieben, ja wie versprochen, ich habe es schon angekündigt, kommt heute ein Video, in dem ich sehr offen und aufrichtig über meine eigene persönliche und spirituelle Entwicklung der letzten Wochen und Monate berichten werde. Ich gebe auch einen Einblick in meinen Prozess meiner Seelenpartnerschaft. Das ist etwas, was ich eben nicht öffentlich auf YouTube teilen möchte. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon mal von Herzen für dein Verständnis, dass ich so sehr persönliche Videos einfach über meine Webseite oder über Vimeo veröffentliche. Und ich bedanke mich natürlich dann im Zuge dessen auch dafür, dass es dir wert ist, mir einen Ausgleich dafür zukommen zu lassen, der ja dann auch stellvertretend für alle kostenlosen Videos sein sollte. So darfst du das auch betrachten, die ich hier auf YouTube veröffentliche und die dich hoffentlich gut in deinen eigenen Aufgaben begleiten. Also an der Stelle schon mal herzlichen Dank für alle, die sich das Video anschauen werden. Es wird darum auch allgemein nochmal gehen um das Thema, warum vermissen wir unseren Seelengefährten, unsere Seelengefährtin denn so, wenn sie oder er nicht in unserem Leben ist? Woran liegt das? Und das hat einen sehr spirituellen Grund, wie ich finde und wie ich auch selbst in meinem eigenen Prozess erfahren durfte. Und es geht auch darum, welche Urwunden der jeweils andere Mensch in uns aufreißt, so dass wir sie in dieser Inkarnation zur Heilung bringen dürfen. Denn da gibt es zwei ganz große Urwunden, die in einem Seelenpartnerprozess angetriggert werden. Das ist einmal das Selbstwertgefühl, oder auch die mangelnde Selbstliebe. Und die andere große Urwunde ist tatsächlich die Schuld. Ja, Schuld und Scham als Urwunde, die in einem Seelenpartnerprozess ebenfalls aufgerissen wird und wir dann die Chance nutzen sollten, in dieser Verbindung wirklich unsere Aufgaben zu erkennen und auch anzunehmen und versuchen, diese Wunden zur Heilung zu bringen. Ich habe am Mittwoch vorm Channeling auch schon angekündigt, dass es in der kommenden Zeit wieder ein paar mehr Videos über den Seelenpartnerprozess an sich hier auf dem Kanal geben wird. Das habe ich so mit meiner Mannschaft vereinbart. Ich kommuniziere ja selbst auch oft mit meiner Mannschaft, nicht nur für euch in den Channelings. Und ich glaube, es ist momentan, da die Energie im Kollektiv einfach sehr herausfordernd ist, wichtig, auch diejenigen abzuholen, die sich in solchen Prozessen aktuell befinden. Und das möchte ich gerne tun. Wenn du so ein Video siehst, der Titel spricht dich nicht an, dann schaust dir selbstverständlich auch nicht an. Es wird weiterhin genauso viele Videos für deine persönliche Weiterentwicklung geben, hinein in deine Liebe zu dir, in deinen Wert. Ja, also da wird sich nichts verändern. Es gibt aber zusätzlich in der kommenden Zeit wieder einige Videos auch über die Aufgaben, die uns ein seelenverwandter Mensch ins Leben bringt. Ja, meine Lieben, dann freue ich mich auf euch. Wenn du dir das Video gerne anschauen möchtest, findest du den direkten Link dazu, entweder zu meiner Webseite oder zu Vimeo, hier in der Infobox unter diesem Trailer. Und falls du weder auf der Webseite noch bei Vimeo registriert bist und das auch nicht möchtest, gibt es noch die Möglichkeit, dass du mir eine WhatsApp oder eine E-Mail schreibst und ich schicke dir dann das Video per E-Mail persönlich zu. Ja, dann freue ich mich auf dich und bis gleich, die Uli. Tschüss!